80er-Jahren aus Düsseldorf. Und jetzt im Startlauf. Ausgerüstet mit jeweils zwei Vierzylinder 130 PS starken Gipsy Major Flugzeugen. Das erste Reise- und Verkehrsflugzeug der irischen Fluglinie Aer Lingus. Transport bzw. Personentransportgeschichte. Quasi ein Geoffrey de Havilland Memorial Flight hier über der Hahnweide zum 13. Oldtimer Festival. Dankeschön. Ja, Stefan Kraus. Stefan Reiter. Ingo Presser, der jetzt von links wieder in die Formation einfliegt. Jetzt mit einer leichten Rechtskurve Platz machen für die nächste der Hamilton BH 102 beim Hahnweide Air Race. Stefan Heuchner, der sich nun an den Führenden anschließt, und Stefan Kraus, der Platz macht für die Nummer 4 der Aer Lingus im Hahnweide Air Race. Der Zweimotorin. Stefan Heuchner aus Karlsruhe-Baden, ebenfalls ein Traumafresser und jeder Reiseflug-Oldtimer. Die dritte Maschine, die heute noch kommen wollte, hat sich bislang im Funk noch nicht gemeldet. Wir hoffen mal, wir kriegen es noch zusammen, denn dann wären es morgen drei dieser. Der Havilland darf 7 in der Zeit in Europa noch zugelassen im Moment. Ja, davon immerhin 2 auf der Hammer.